Seid gegrüßt, hier ist euer Micha. Das habe ich hergestellt. Wie man es genau ausspricht, ich habe den Übersetzer genommen, Alva. Das Rezept habe ich von meinem Freund aus Slowenien. Nur der hat das in einer großen Masse angegeben, dieses Rezept. Ja, und ich habe, da ich davon nicht so viel esse, also jeden Tag, habe ich einfach die Masse reduziert auf zwei schöne Gläser, damit ihr das auch erstmal ausprobieren könnt. Ich werde das Originalrezept unten unterschreiben und für die beiden Gläser. Wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Ist so ein bisschen durcheinander das Ganze da, aber wir sehen uns. Bis gleich. Was brauche ich alles dafür? Eigentlich ist es nicht viel. Ich fange mal an mit den Spitzpaprika. Ich selber habe das jetzt einmal probiert und Spitzpaprika war zu der Zeit relativ teuer. Da habe ich mir den normalen Rot geholt, Paprika. Musste feststellen, dass die normalen Paprikaroten relativ saftig sind. Aber das funktioniert. Deswegen habe ich jetzt zwar im Angebot, habe ich sie genommen. Hier ist jetzt Geschmackssache. Zwiebeln, rote, weiße und jede Menge Knoblauch. Es wird alles klein geschnitten. Dann habe ich eben Zutaten, Salz, Zucker, sorry, Salz, hier nehme ich Steinsalz, es gibt auch, ich denke, es gibt auch den feinen statt den groben. Dann habe ich Weinessig, Öl, dann nehme ich, ihr könnt Olivenöl nehmen, ich habe jetzt hier Rapsöl, Wasser. Die Zutaten kommen dann alle in meinen Topf rein. Die steht da. Da lasse ich das aufkochen. 20 Minuten, 20, 30 Minuten ungefähr. Und ach, ich zeige es euch dann. Und dann werdet ihr sehen, wie es denn sein soll, wie es aussehen soll. Ja, ich werde das Ganze jetzt da erstmal klein schneiden, soweit. Werde das in meinen Topf packen. Und dann geht's weiter. Nochmal zwischendurch. Ich habe alles schön soweit klein geschnitten. Dazu kommt jetzt eben Zucker, Weinessig, Salz und Wasser kommt da jetzt noch drauf. Und wenn das dann alles drinnen im Topf, dann werde ich das Ganze 20 bis 30 Minuten garen oder einkochen und dann geht es weiter. Okay, nochmal so ein Zwischending. Ich habe alles drinne, Wasser, Essig und so weiter. Und jetzt 20 bis 30 Minuten kochen lassen. Ja, soweit ist es fertig. Ich habe es jetzt 25 Minuten köcheln lassen. Und jetzt ganz wichtig, dass ich das Ganze abgieße.
die Flüssigkeit da raushole. Und dann muss ich es richtig kalt werden lassen und dann wird es püriert. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr es so richtig scharf haben möchtet oder ein bisschen scharf, ihr könnt Chili hier mit zugeben, also Chilischoten. Das ist je nach Geschmack. Das Ganze ist eigentlich ja, nach Geschmack ausgerichtet. Ich kann jetzt, ich habe zwar jetzt die Normalrezeptur, aber die ist relativ hoch gerechnet. Auf einige Gläser, das habe ich jetzt nicht. Und aus dem Grunde muss ich mir das so ein bisschen selber zusammenfummeln. Ich lasse es jetzt erstmal alles schön, ja, dass das Wasser rauskommt, so viel wie möglich. Und dann werde ich, ja, das Ganze pürieren, klein machen. Wir sehen uns. So. Soweit wie es ging, habe ich Flüssigkeit raus. Jetzt kommt das hier rein. Und darin lasse ich es jetzt erst nochmal richtig abkühlen. Die Flüssigkeit, die ihr aufgefangen habt, die braucht man da nicht zu. Wenn das Ganze jetzt ein bisschen untergekühlt ist, dann werde ich es klein machen. So, die Masse ist soweit runtergekühlt. Und jetzt werde ich das Ganze pürieren, richtig schön fein machen. Und wenn das richtig klein ist, probiert es vorher. Vielleicht muss ein bisschen Essig noch mit zu, bisschen Zucker, bisschen Salz, müsst ihr dann erstmal abschmecken. Aber ich püriere das jetzt erstmal und dann geht's weiter. Ich habe das ja alles klein püriert. Und will das jetzt in das Glas machen. Es sollte der Rand voll sein, wirklich richtig voll. So, was ich erst nicht verstanden habe, da kommt jetzt hier noch etwas Öl drauf. Mein Kumpel hatte zwar beschrieben, dass etwas Öl drauf muss, aber warum? Ich habe durch Zufall im Internet gelesen, dass wenn das Öl da drauf ist, wohl noch ein bisschen ja, Luft wegnimmt oder kein Sauerstoff reinkommt. Und nur mehr für die Haltbarkeit.
So. Jetzt das Ganze gut verschließen. Und in einen kühlen Raum stellen. Also bei mir kommt dann mein Kühlschrank. So, jetzt da ich dass das hier der zweite Versuch ist, zeige ich euch mal den ersten Versuch, damit da so ein bisschen ja schon Einblick bekommt, was das ist. Wie gesagt, ich esse das zum Fleisch oder Shirabchichi, irgendwelche Frikadellen oder sowas, schmeckt das sehr lecker. Probier jetzt einfach aus. Warte mal. Ich habe jetzt vergessen zu sagen auch noch, nach dem Einfüllen lasse ich sie mal erst so 8 bis 10 Tage, 14 Tage erstmal im Kühlschrank stehen, bevor ich es dann aufmache. Ihr probiert das Ganze vorher noch, vielleicht beim Pürieren fällt euch auf, dass noch ein bisschen Essig rein soll oder ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz, wie gesagt. Dann gebt das vorher noch zu, sodass der Geschmack für euch schon von vornherein weg stimmt. Bei mir ist er, ich habe ihn so gut getroffen, jetzt gerade beim ersten Mal schon. Und so sieht das Ganze aus, das ist ein bisschen heller. Da habe ich die, ja, normalen Paprika genommen, nicht die Spitzpaprika. Schmeckt sehr gut. Ich habe dann ein bisschen Chili dazugegeben. Also hier von dieser Soße. Ihr könnt das auch alles danach machen, wie ihr wollt. Ja, ich würde sagen, das, was ich da habe, fülle ich noch ab. Und wenn ihr das gerne nachmachen wollt, ich gebe es euch, das Originalrezept soweit, was nach mir ausgerichtet ist. Das habe ich mir immer so ein bisschen für mich ja, kleiner geschrieben. Und man muss da ein bisschen Geduld haben, ein bisschen ausprobieren, dass es vom Geschmack her sehr gut kommt. Ich bin damit zufrieden, was ich jetzt habe. Und das schmeckt gut. Ja, wie gesagt, das Rezept steht unter meinem Video, unter Beschreibung. Ich sag mal, ciao, euer Micha.